Es ist erstaunlich, wie sie all die Jahre die Shinra vermieden hat. Die Shinra brauchten sie, also würden sie ihr wohl nichts antun. Aber warum jetzt? Sie brachte ein kleines Mädchen mit hierher. Auf dem Weg hierher fand Zeng sie. Sie konnte wohl nicht schnell genug wegkommen. Sie beschloss, zu den Shinra zu gehen, damit das kleine Mädchen sicher war. Das muss Marleen sein. Marleen? Aeris wusste. Wurde wegen Marleen gefangen? Es tut mir leid. Marleen ist meine Tochter. Es tut mir wirklich leid. Du bist ihr Vater? Wie konntest du nur jemals ein Kind so im Stich lassen? Bitte fang nicht damit an. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was mit Marleen geschehen würde, wenn ich... Aber du musst eins verstehen. Ich weiß auch keinen Rat. Ich will bei Marleen sein, aber ich muss kämpfen. Weil sonst der Planet stirbt. Deshalb kämpfe ich weiter. Aber ich mache mir Sorgen um Marleen. Ich will doch nur bei ihr sein. Immer. Siehst du, jetzt drehe ich mich im Kreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie schläft oben. Geh doch zu ihr. Es ist meine Schuld. Ich habe Aeris darin verwickelt. Sag das nicht. Aeris glaubt das nicht. Okay, dann besuchen wir auch Mama Lehn. Da. Ich bin so froh, dass mit dir alles in Ordnung ist. Papa, weine nicht. Deine Stoppeln tun mir weh. Cloud? Du hilfst Aeris, nicht wahr? Sie hat so viel für mich getan. Wenn du gegen die Shinra angehen musst, dann kann ich nicht einfach hier sitzen bleiben. Ich komme auch mit. Weißt du was? Aeris hat mir ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, was für ein Typ Cloud ist. Ich wette, sie mag dich, Cloud. Ich sag tiefer nichts. So. Ach, das war jetzt schon wieder falsch. Wir wollen ja Barrett daten. Okay, kann ich jetzt raus? Ja. Du gehst Aeris hinterher, oder? Ja. Ich gehe mit dir. Wir gehen direkt ins Shinra-Quartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Momentan habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen. Wenn ich hier bleibe, würde ich wahnsinnig werden. Sorry, kannst du noch ein bisschen länger auf Marleen aufpassen? Ja, das macht mir nichts aus. Hier ist es jetzt gefährlich. Du solltest besser woanders hingehen. Du hast recht, aber versprich mir, dass du wieder zu ihr zurückkommst. Lass dich bloß von niemandem umbringen. Nö, wird nicht passieren. Wie kommen wir zum Shinra-Gebäude? Es gibt keinen Aufzug mehr, der darauf fährt. Lass uns doch einfach zum Walmarkt gehen. Vielleicht finden wir ja dort etwas. Okay, das werden wir auch gleich tun. Ah, und es ruckelt wieder unfassbar, ey. Müsste man eigentlich reklamieren. Hätte ich ja doch mit meiner CD spielen können. Oh. Kampf. Ach, wieder so ein Haus. Höllenhaus. Bäm. So. Na, komm. Selbstmord ist immer gut, weil da bin ich schon ziemlich nah am K.O. dran. Also er ist ziemlich nah am K.O. dran. Und zwar jetzt. Nein,
Aber jetzt. Immer noch nicht. Das klappt nicht immer. Ja, wir haben es noch. So, Leute. Auf geht's. Bei Market, wir kommen. Spielplatz. Egal. So. Nee, noch nicht. Jetzt. Walmart. Hallo. Mal gucken, ob wir nochmal einen Puff können. Also in die Honigbiene natürlich. Ey, du bist... Tut mir leid, aber ich habe bereits von dir gehört. Abgesehen davon, dass du dich wie eine Frau kleidest, scheinst du gerne Sachen zusammenzuschlagen. Wir lassen nur kultivierte Kunden herein, kapiert? Du gehst also besser. Ja gut. Da kommen wir nicht mehr rein. So. Ich weiß aber auch schon, wo wir hin müssen, denn... Dadurch, dass Sektor 7 jetzt hinüber ist, können wir, da war ich jetzt beim ersten Mal nicht, genau, den Kindern, willst du mal was Tolles sehen, folg mir. Den Kindern einfach also hier hätten wir vorher auch schon lang können, aber da war es noch uninteressant. Jetzt ist da natürlich ein riesen fettes Stromkabel oder was auch immer runtergekommen. Die sind alle an diesen Drähten hochgeklettert, unheimlich, brr. Könnten wir da hochklettern? Das ist die Verbindung zur Oberwelt. Okay, wir klettern an dem Draht hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch es ist? Natürlich geht das. Guck, was sagst du dazu? Das ist ein ganz normaler Draht. Ach ja, das glaube ich nicht. Es ist ein glänzender, goldener Draht der Hoffnung. Ja, schön gesagt. Achtet mal, was auf der Mauer hinten drauf steht. Du hast recht. Das ist der einzige Weg, der uns bleibt, Aeris zu retten. Okay, das war ein schlechter Vergleich. Aber ich verstehe, wie du dich fühlst, Barret. Hä, was für ein Vergleich? Haben wir jetzt nicht aufgepasst, oder was? Lass uns gehen. Okay. Ja, wer weiß, was da hinten dran steht, schreibt's in die Comments. Bin mal gespannt, wer es als erster rauskriegt. Wobei es nicht so schwer ist. Ich will jetzt nochmal vorher, weil ich weiß schon, dass wir oben wieder was brauchen. Und gleich mal gucken, ob wir es jetzt schon kriegen. Du gehst zur Plattform hoch. Hier, nimm meine Zinkbatterie. Du willst mir was verkaufen, was du gerade gefunden hast? Hey, das wusstest du, aber ich hab's repariert. Warum brauche ich eine Batterie, um zur Plattform hochzuklettern? Das wirst du schon sehen, wenn du ankommst. 100 Gil pro Stück. Okay, ich nehme sie. Batterie halten. Ich noch eine? Nee, müsste jetzt passen. Ach. Okay, da hat man vorher noch mehr einkaufen gehen können. Ich dachte, die sind teurer. Genau, Mythrisch-Stange nehmen wir mit, die braucht man nachher. Die Metallhand für Tifa jetzt. Das Sturmgewehr für Barret Hammer. Das braucht man nicht. Das könnten wir dreimal brauchen. Jawohl. Perfekt. Gleich mal ausrüsten. Mithril. Ach. Und. So. Metallhand. Nee. Dieses. Substanzen passen. Na. Aber wir haben noch ein bisschen Geld übrig, deswegen gehen wir jetzt nochmal zurück. Zum anderen Fuzzi. Der, wo so verkauft, glaube ich, auch Substanzen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Genau der. Ach, falscher Knopf. Na. Okay, Feuer. Eisblitz wiederherstellen. Feuer kaufen wir uns nochmal. Das war's auch schon.
verkaufen können wir jetzt. Das heben wir mal auf. Das ist angelegt. Das hier brauchen wir nicht mehr. Wobei wir haben drei Titanreifen, da können wir die eigentlich auch verkaufen. Und die erst recht. Haben wir jetzt wieder? Können wir uns nochmal eine kaufen? Jawohl. Und zwar kaufen wir nochmal Blitz. Die wird man nachher noch gut brauchen können. Er hat noch was frei. Du hast noch was frei. Du kriegst Feuer und... Barrett kriegt Blitz. So. Und jetzt machen wir uns wieder auf zur Platte. Aber vorher wird nochmal gespeichert. Ich weiß nämlich nicht, ob ich oben nochmal speichern kann, weil oben kommt was. Das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Dazu brauche ich aber zwei Spielstände. Deswegen werde ich jetzt zwei anlegen. So. Ja. Weil ich nicht weiß, ob ich oben nochmal speichern kann. Weil wenn nicht, muss ich von hier nochmal. Und wie gesagt, dafür brauche ich zwei verschiedene. Sonst mache ich alles doppelt und dreifach. Wobei es eigentlich vollkommen egal ist. Fällt mir gerade auf. Ich brauche doch bloß einen. Na ja, gut. Nee, Quatsch, ich brauche doch zwei. Oh Mann, das ist grausig. Hey, ganz schön unheimlich, oder? Paps hat mir gesagt, dass es was mit Shinra zu tun hatte. Hätte. Ja, ja, Sektor 7 gibt's nicht mehr. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier hochkommen. Und an die Dinger kommt die Batterie rein. Genau. Dann könnte der Propeller funktionieren. Jetzt habe ich schon wieder zu früh geklickt. Weil, wäre ich da als erstes hoch, hätte ich wieder runterklettern müssen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es uns gleich verkauft hat. Und dass wir nicht erst hier hoch haben müssen. Da habe ich auch ewig lang gebraucht, bis ich gesagt bekommen habe von meinem Klassenkameraden, von meinem Kumpel, dass ja, einfach nur die Batterie beim Ladenbesitzer kaufen. Sagt einem sonst aber auch keiner. Nein? Hä? Soll's darüber? Ach so, nee, Quatsch. Nicht darüber. Da hoch. So. Jetzt müssten wir, genau, einmal hier hoch, da die zweite Batterie einsetzen. Na. Klom. Hä? Ach so, ja. Naja. Ah, okay, zu früh. Ja, das wird jetzt